Hallo, ich bin Carsten in Düsseldorf-Garrard. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo, ich habe mir heute mal wieder eine Strecke auf dem Neanderlandsteig vorgenommen. Heute geht es dann von Düsseldorf-Garrard nach Monheim am Rhein. Es ist heute auch recht windig und gleich geht auch noch ein ganz schönes Stück am Rhein entlang. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Ja, so wie es ausschaut, habe ich schon wieder ein Mikrofonproblem. Und das gerade, wo es heute so windig ist. Ich habe gestern Abend gecheckt, ob der Akku noch voll ist. Ja, und dann habe ich das Mikrofon weggepackt. Aber scheinbar habe ich wohl den Empfänger vom Mikrofon nicht ausgeschaltet. Dementsprechend, jetzt ist Akku leer. Da werde ich wohl heute nicht so viel in die Kamera quatschen. Großer Teil der Etappe geht wirklich direkt am Rhein entlang. So langsam nähern wir uns jetzt auch dem Rhein. Und da wird es dann natürlich gleich auch ziemlich windig sein. Ja, diese Etappe hier nach Monheim soll dann auch so den tiefsten Punkt des Neanderlandsteigs darstellen. Ja, da durch die Bäume hindurch kann ich den Rhein schon sehen. Ich denke mal, auf der Kamera kann man es im Moment noch nicht sehen. Aber dürfte nicht mehr allzu weit sein, bis wir direkt am Wasser sind. Ja, und hier ist erstmal Ende. Muss ich umdrehen, hier komme ich nicht weit. Ah, das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt muss ich mir erstmal einen Weg suchen. Weil da hinten geht es nicht weiter. Ich habe es probiert. Der Sand ist so weich, man sinkt direkt bis zum Knöchel ein. Macht keinen Sinn, da lang zu laufen. Ja, dann werde ich mir jetzt wohl mal einen Weg außen rum suchen. Will ich einmal ein bisschen durch städtisches Gebiet laufen. Na gut, was soll's. Endlich am Rhein. Aber ich habe den Weg auch ziemlich schnell wiedergefunden. Zweimal rechts abbiegen. Oder dreimal rechts abbiegen, dann ist man ja wieder
kommt man ja wieder automatisch dann irgendwie zu der Stelle zurück, wo man hin will. Ja, dann kurz bevor ich dann am Rhein war, ging es dann los mit Regen. Jetzt geht es hier ein ziemliches Stück am Rhein entlang. Mal schauen. Da hinten wird es ja schon wieder hell. Ich hoffe mal, das war jetzt nur einmal dieser kurze, kräftige Schauer. Und gleich geht's wieder. Also, bis gleich. Ja, jetzt ist die Sonne wieder draußen. Dafür führt der Weg dann jetzt hier an einer stark befahrenen Straße vorbei. Naja, gut. Ja, man merkt schon, dass Monheim schon nicht weit weg ist von Leverkusen. Da hinten kann man tatsächlich auch schon einen Teil von dem Chemiewerk sehen. Ja, wenn Leverkusen nicht mehr weit weg ist, dann bin ich heute eigentlich auch gar nicht so weit weg von JB. Schöne Grüße mal dahin. Macht eigentlich Spaß hier mal so auf einem unbefestigten Weg am Rhein zu laufen. Ja, Mensch, habe ich ja noch mal richtig Glück, was das Wetter angeht. Jetzt ist es sogar schon ein bisschen sonnig. Gefällt mir gut. Jo, und jetzt geht es hier einen Weg, der ist schon fast gar nicht mehr als Weg zu erkennen. Was aber nicht wirklich schlimm ist. Ja, und da hinten sieht man, ganz so weit weg ist die Zivilisation dann doch nicht. Ja, und der Rhein ist die ganze Zeit entweder in Seereichweite oder in Hörreichweite. Weil die Schiffsdiesel wummern doch ganz schön. Überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass so nah am Rhein wirklich nur so promenadenartige Wege angelegt sind. Aber hier ist wirklich alles nur mehr oder weniger naturbelassener Weg. Ich
schon interessant so zu laufen. Wobei die ganze Zeit so durch hohes, nicht gemähtes Gras zu laufen, ist aber auch anstrengend. Glaubt man gar nicht, was das die Füße bremst. Ja, jetzt muss ich die Verabschiedung noch mal wieder am Parkplatz machen. Vorhin hat es sich noch einmal richtig schnell zugezogen, fing noch mal ziemlich stark an zu regnen, aber auch nur ganz kurz. Nichtsdestotrotz war eine schöne Tour heute. Es war eine für den Neanderlandsteig recht ruhige Tour. Zumindest wenn man die Touren so kennt, die ich bis jetzt gelaufen bin, war das jetzt hier eindeutig eine von den ruhigeren und schöneren. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.